Klar. Lecker Eingeweide. Deswegen sollte ich das Schaf im Inventar behalten. Oder... Viel, hä? Bisschen anders. Machen wir das so. Heute noch. Ja, ich bin quasi fertig jetzt. Ja, dann schicken wir mal Dora vor. Du wirst noch kurz Pfeile herstellen, weil ich das jetzt endlich kann. Zumindest wieder einen mehr. Ich konnte jetzt zumindest einen von den Pfeilen noch basteln. Gefrierende Spitze kann ich noch nicht und Stasiswolkenpfeilspitze kann ich auch noch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Aber wenigstens konnte ich jetzt einen Dampfwolkenpfeil basteln. So, ach, dann Rollerfahrer. Ach, was ein schöner Sonntag heute. Gehen wir mal so ein Stück vor. Dora, ich muss dich mal abkoppeln. Oh my fucking God. Da sitzt ein Skelett an Bord. Definitiv. Toll, so. Jahan und du, ihr seid auf Kuschelkurs, hm? Wichtigste vorweg. Ja, lauft ihr mal, geht ihr mal zur Hand, genau. Tschüssi. Bye bye. Ja, die können ruhig vorgehen. Bauernopfer. Ja. Der war gut, der Witz. In dem Fall, es sind auch Bauern. Sollen wir damit auch mal vorgehen? Wie sieht das hier vorne mit Fässern aus? Das Vieh wird wahrscheinlich eh noch Öl kotzen oder es anzünden, von daher. Ich habe genug Erste-Hilfe-Rollen. Eine. Lange du nicht im Öl bist, ist es okay. Jan! Mein Schatze da. Das Ziel ist zu weit entfernt, war ja klar. Also erstmal. So, habe ich schon mal eingeblendet. Wäre mal interessant zu wissen, wie viele Lebenspunkte das Ding hat. Ja. Ja. Dachte ich mir, alles zu weit weg, muss ich mich vorstellen. Scheiße. Gefällt mir zwar gar nicht, aber vor allem nicht so wie ich stehe, aber was soll ich tun? Bist du schon sehr weit vorgegangen. So weit hättest du vielleicht gar nicht vorgehen brauchen. Das geht schon. Du stehst nicht jetzt schon fast auf der Linie als Nahkämpfer. Wir werden jetzt gleich sowieso ordentlich. Oh, sehr schön. Lass bitte deine Feuerpfeile bei dir. Nett. Dann tötest du mich und Madora aber auch, ne? Ich behalte die bei mir, keine Angst. Ah, die können gut austeilen. Ja, verdammt gut. Der konnte nur so viel Schaden einstecken, weil ich ihn geschwächt habe. So, Madora hat nicht genug Punkte, das heißt, ich muss erstmal warten. Warum ich ihn wenigstens unterkühlen kann, ist zwar eine Maschine, aber... Kann auch gefrieren. Sogar sehr geil. Was für mich? Patsch. Patsch. Oh, der ist gleich tot. Das sollte ich immer gucken. Vielleicht kann ich ihn heilen. Dann muss ich auch den Victor heilen. Tschüss. Wenn du den Victor dann heilen könntest, wäre vielleicht auch noch eine Idee. Naja, mal schauen, wie ich Lust habe. Die Skelette kriegen die tot. Es gibt wahrscheinlich guten Bonus, wenn wir die durchkriegen. Platsch.
Naja, dann solltest du vielleicht nicht vorrennen. Ja, den Victor hier vorne, den kannst du... Nee, ich muss erstmal das Unterkühlt ausnutzen. Ich muss erstmal ausnutzen, ey. Ob die Kamera ansterben, ist ja egal. Ja, ja, klar. Unterkühlt hält noch zwei Runden an. Ja, und? Ist doch jetzt geheilt, da soll nicht rum. Einziges, was das Vieh kann, ist mit Öl rumtropfen anscheinend. Du darfst aber nichts anzünden. Ja, ich weiß. Vorbei. Dann hast du uns alle auf dem Gewissen. Sehr schön. Spaß für die ganze Familie. Ja, ja, wobei, der Kampf gerade ein bisschen langweilig ist, finde ich persönlich. Aber naja. Hat jemand ein gutes Kochrezept? Eine Idee, sag mal. Willst du das kochen oder was? Skelett auf Eis oder was? Nee. Wobei, da muss ich gerade wieder an Dings denken. Wie ist der Film Indiana Jones? Affenhörner auf Eis. Lecker. Warum machst du nicht ein paar Känguru-Hoden? Ah, du kochst mir doch gleich bestimmt erstmal was Schönes, ne? Du hast doch bestimmt heute noch nicht gekocht. Ja, wie gesagt, aber kochen tue ich dir nix. Warum? Nö. So gemein ist der immer zu mir. Aber ich soll für ihn alles tun, ne? Ja. Doch jemand anderen. Ganz ehrlich. Du hast ihn zum Auslaufen gebracht. Ist er noch unterkühlt? Nee. Probieren zu blenden oder so. Lädt alles noch. Das Problem. Ah, das hat gerade flankiert. Verteidigung 30 frei. Schlechte Idee, schlechte Idee. So wenig Aktionspunkte, ey, das nervt voll. Das Einzige, was der kann, ist auf uns rumlatschen. Das ist gleich tot. Wir haben gleich gewonnen, oh yeah. Der macht echt am meisten Damage. Der dürfen noch 20 mal zuschlagen, die Typen. Madura, Gnadenstoß. Jinsch. Und wir haben alle Leben durchgekriegt. Sehr nice. So, Richard klingt sehr weiblich, darfst du vorlesen. Ich kann nicht, du bist mit denen im Gespräch. Gott, was für ein Kampf. Ich hätte niemals gedacht, dass wir es schaffen würden. Und wir hätten es auch nicht geschafft, wenn ihr nicht rechtzeitig eingegriffen hättet. Nicht zu fassen, dass ihr uns alle gerettet habt. Es ist ein verdammt gutes Gefühl am Leben zu sein. Bevor du da jetzt alles einsammst, warte doch mal, bis ich fertig bin mit dem Gespräch. Gehst doch, ich guck doch trotzdem nur um. Ja, du fängst schon alle einzusammeln. Ja, ja, ich nehme alles, was da liegt, klar. Danke, mein Freund. Wir gehen zurück nach Zeise zur Kaserne der Legion. Ich für meinen Teil habe ein paar Verletzungen abbekommen, aber die Legionäre werden schon wissen, wie solche Wunden behandelt werden. Ach schau. Hi. Diese riesen Öllache rum, ey. Schild nicht mal. Teilrüstung. Ja, nimm alles mit, das kannst du ja verdicken. Was gab's denn da jetzt eigentlich noch? Da war doch auch ein Spuk auch wahrscheinlich dabei. Was war dabei? Buch oder so war nicht dabei. Leider. Ich hatte auch gehofft, dass da vielleicht was beiliegt. Bleib mal weg da grad.
Jo. Ach, Gott, Madora. Madora war noch drinne. Bugger. Nee, es gab nichts Schönes. Madora, wir sprechen. Mit wem will sie denn sprechen? Du musst mit der reden. Wobei ich das auch machen könnte, aber... Hi! Das kannst du leider nicht vorlesen, wa? Nee. Heilige Höllenhunde! Wir hatten Glück! Dieser Scheißlichkeit soll kommen! Ohne gegrillt zu werden! Yeah! Ich glaube, ich hätte selbst kein besseres Beispiel der magischen Bedrohung geben können. Ihr betrachtet Aro vielleicht als Freund. Aber dieses Debakel war doch mit Sicherheit ein ausreichender Beweis für seine perversen Machenschaften. Meiner Meinung nach wären wir alle besser dran, wenn diese zaubernden Dummköpfe auf ihrer eigenen kleinen Insel in Quarantäne leben würden. Sollen sie sich gegenseitig in Stücke sprengen und den Rest von uns in Ruhe lassen? Yeah! Ich glaube, das bedarf keiner weiteren Worte. Wie kannst du mit sowas ins Bett steigen abends, wenn wir unsere Rast machen? Mein Gott. Muss ich mal vorstellen. So eine Frau neben dir liegen. Und dann fängt sie mal mit Sex an zu reden. Mein Gott, meine Ohren würden bluten. Oh, ich diesmal gar nicht anzeigen. Dies sind nun mal die Zeiten, in denen wir leben. So viel ist klar. Zauberer, Quellenmagier und alle möglichen Monströsitäten übernehmen die Kontrolle und werden erfolgreich sein. Wenn nicht Leute wie wir uns zusammentun und sie davonjagen. Ende. Wollte ich bis mal gesagt haben. Frosch im Hals. Also wollen wir nicht mal nach hinten gehen gleich? Ja, ich hatte nur gedacht, Aro hat dazu vielleicht noch was zu sagen, aber er hat doch nichts zu sagen. Ich komme jetzt gleich sofort wieder. Okay. Nein, ich bin eigentlich nur in der Stadt, weil ich die Musik einfach... So, wo willst du denn jetzt die Reise fortsetzen? Ja, unten in der Höhle, bei Ahu. Ja, in der Höhle kommen wir ja gar nicht weiter, da war kein Weg mehr. Das war nur diese kleine Höhle mit dem Dings dran. Also ich komme da weiter. Und sagt. Dann warte mal. Erstmal den Weg wieder hochfinden. Seid ihr auch einer von Dietmars Freunden? Was habt ihr überhaupt mit dem schicken Stab vor? Good boy. Hat er eine quatscht. Ich weiß genau, was ich mit dem Stab vorhab. So, dann warte ich kurz auf dich hier. Beziehungsweise ich trete schon mal hier schon mal aus der Höhle raus. Du musst unten rumgehen, da geht's dann. Es geht quasi einmal im Kreis rum. Sollte es vielleicht dann kurz immer regnen lassen, das brennt gerade ziemlich da. Ich habe mal die ganzen Ölfässer weggebombt. Ich müsste erstmal die Stelle wiederfinden, wo das war. Ich habe eine Orientierung wie eine tote Frau, Alter. Gibt es keine Funktion, bei der ich mich einfach auf dich porten kann? So Gruppenverfolgung? Ich komme auch noch mal zurück. Ich habe nicht gerade noch was gesehen. Toll. Hey, wo war denn das jetzt? Scheiße.
Scheißendreck. Das ist wieder so typisch für mich. Ich habe einfach Rennen der Truhe gefunden. Ja, da wollte ich nämlich auch gerade hin. Da bist du nicht ziemlich in der Nähe von dem Weg. Mal gucken, ob ich sie löschen kann, Jahan. Hopp, 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 greift nach mir, wenn ihr könnt. Ach, das ist diese scheiß Truhe. Du willst nicht spoilern. Das ist die hüpfende Truhe. Und ich habe Lex. Bleib stehen! Ja, Hanlauf. Du musst das Viech erstmal weglocken. Genau, wir müssen das Viech erstmal weglocken. Oh, let it rain. Ja, ja, du willst nur die Kiste ausrauben. Zu mir sagen, ich wäre total egoistisch und würde alles wegnehmen, aber selber. Ja, das war so klar. Ich mach die Arbeit und er kassiert sich's ein. Das ist immer so. Ich wollte da sowieso hingehen zu der Kiste. Außerdem habe ich das bei dir rübergeschickt. Ja, ja. Da steht sich von selbst. Das hat, du weißt, das hat nichts mit Teamplay zu tun, was du da veranstaltest. Was hat das nicht mit Teamplay zu tun? Ich habe dir das Zeug gegeben. Abgesehen davon, dass ich dir sowieso Zeug gebe, wenn ich es nicht brauche oder ich selber für brauchen kann. Oder meine, du kannst damit mehr was anfangen. Das ist mir neu. Dazu könnte ich jetzt auch sagen, wer hat denn aufgesammelt, während ich noch im Gespräch war, hä? Mhm, ja, ich habe genau zwei Teile aufgesammelt. Und zwar eine Stoffrüstung, die mir mehr bringt, weil ich keine Stärke trage. Und was anderes. Dir wirkt dir schon klar, dass mein Talons Charakter auch keine Stärke ist. Ja und? Das meiste, was da lag, war sowieso nur für Madora gut, also heul mal nicht rum. Vielleicht eine Sache, der Schild könnte vielleicht was werden, sonst alles andere wird nichts sein für sie. Aber... ist nur ein Brunni. So, auf in die mystischen Pfade der Welt. Aber ich glaube, das sieht eigentlich ziemlich aus, als wenn wir ziemlich ohne Plan durch die Gegend laufen, oder? Und? Wäre auch scheiße, wenn wir einen Plan hätten. Dann hätten wir das Spiel Das würde heißen, wir wüssten, was wir machen. Hätten wir das Spiel ja schon mal durchgezockt. Vor allem durch. Du bist hier eher das aufgedeckt, interessanterweise. Bist hier schon angelatscht, ne? B-Punkt! Nee. Sehr schön. Nee, nicht wirklich. Ich war ungefähr 3 cm rausgegangen und dann bin ich wieder umgedreht. Hier ist nix. Einfach nur Weg und hier ist Strand. Ach, warte mal. Wir sind bei Eva Marias Versteckchen. Oh, was habe ich denn hier gefunden? Ein verlangsamender Fall. Ich hab dran gezoomt. Oh, die Musik ist gerade schön beruhigend. Aber nicht einschlafen. Was? Oh, ich hab hier, sind das Feinde? Stufe 6, Sympathie 25. Das sind Geister. Ich habe Angst mit ihnen zu reden. Aber ich tue es trotzdem einfach. Wenn du kurz wartest, ich bin gleich bei dir.